Mit 500.000 Kubanern hat sich Fidel Castro an den afrikanischen Kriegen beteiligt, die dem Kolonialismus ein Ende bereitet haben. Dieser wenig bekannte Abschnitt der Geschichte beginnt in den 60er Jahren, als Ernesto Che Guevara mit einigen Kubanern zum Kampf in den Kongo reist. Die Mission im Kongo scheitert, aber Kuba unterstützt weiterhin die afrikanischen Revolutionsbewegungen. Amilcar Cabrals Rebellion in Guinea-Bissau zwingt das letzte Kolonialreich Portugal in die Knie. Und das militärische Engagement Kubas in Angola wird bald das Schicksal des gesamten Kontinents verändern. Die Nelkenrevolution in Portugal vom 25. April 1974 führt zum Untergang des letzten Kolonialreichs in Afrika. Als erstes erhält Guinea-Bissau seine Unabhängigkeit. Kurz darauf folgt Mosambik. Angola hingegen wird zum Zankapfel, denn Portugal bezog von dort einen Großteil seiner Reichtümer. Im Juwel des Kolonialreiches wird auf dem Weg zur Unabhängigkeit viel Blut vergossen werden. Agostinho Neto, der Anführer der MPLA, hat sich mit seiner Bewegung schon in den 60er Jahren dem Ostblock angeschlossen. Wie bei Lumumba und Cabral wurde auch sein Kampf gegen den Kolonialismus bald von Kuba militärisch unterstützt. Die Sowjetunion unterhielt Beziehungen zur MPLA. Und als wir deren Anführer kontaktierten, sahen wir, dass dies eine wirklich fortschrittliche Unabhängigkeitsbewegung war. Neto war Sozialist und somit ein unabhängiger Mann. Auch wir sind Sozialisten und es gefällt uns nicht, uns von irgendjemandem etwas sagen lassen zu müssen. In diesem Punkt war Neto wie wir. Er wollte in Angola den Sozialismus einführen, und zwar einen Sozialismus der Angolaner und nicht den der Chinesen, Russen oder gar der Kubaner. Weil auch wir Sozialisten sind, gefiel es uns auch nicht, uns von den Sowjets, den Chinesen oder sonst jemandem sagen lassen zu müssen, was wir zu tun hätten. Wir glauben daran, dass jedes Land von seinen Bewohnern geführt werden sollte. Der Freiheitskampf in Angola gestaltet sich von Beginn an reichlich komplex. Neben Netos MPLA gibt es im Land noch zwei weitere rivalisierende Unabhängigkeitsbewegungen. Olden Robertos FNLA, die im Norden des Landes operiert und über Mobutus Zaire Waffen sowie Ausbilder von den USA zur Verfügung gestellt bekommt. Und Jonas Savimbis UNITA im Süden, die über den Umweg des südafrikanischen Apartheid-Regimes ebenfalls von den USA unterstützt wird. Uns stand das westliche Lager näher, weil es dieselben Ideale wie wir hatte. Auf der Gegenseite gab es die MPLA, die dem marxistisch-leninistischen Lager angehörte. Der Kommunismus war das Gegenteil des Christentums. Und deshalb war es klar, dass wir als gläubige Christen, wie der Großteil der FNLA und ich es sind, nicht mit dem Kommunismus konform gehen können. Die Welt war geteilt in Ost und West. Wer von der UdSSR unterstützt wurde, war den Amerikanern nicht geheuer und umgekehrt. Doch die Angolaner mussten sich für ein Lager entscheiden, um an Waffen zu kommen und diplomatische sowie politische Unterstützung zu erhalten. Dies führte zu einer Teilung unter den Angolanern. Ständig beschuldigten wir uns gegenseitig. Wir verschwendeten unsere Zeit mit internen Streitereien, anstatt gemeinsam gegen den Kolonialismus zu kämpfen. Die Unabhängigkeit wäre zum Greifen nah, wenn sich die drei Bewegungen bereit erklären würden, sich an den Verhandlungstisch zu setzen und gemeinsam über das Schicksal ihres Landes zu entscheiden. Nach monatelangen Vermittlungsbemühungen begeben sich drei Delegationen ins portugiesische Alvor, um dort die Rahmenbedingungen der Unabhängigkeit zu verhandeln. Alle hatten Angst davor, nach Alvor zu gehen. Was hatten die Portugiesen vor? Würden sie jemanden verhaften oder gar umbringen? Als wir dort ankamen, wollten unsere Anführer nichts essen. Sie wollten das Essen nicht einmal anfassen. Sie sagten uns, ihr Jungen müsst zuerst davon essen. Wenn einer von euch Jungs stirbt, dann weiß ich, dass das Essen vergiftet war. Nicht nur den Portugiesen wurde nicht getraut, auch untereinander herrschte großes Misstrauen. Wir fuhren alle ins Hotel Penina. Und das erste Problem bestand darin, wie die Portugiesen uns dort untergebracht hatten. Im Erdgeschoss waren die Konferenzräume.
Im ersten Stock war die UNITA, im zweiten die FNLA, im dritten die MPLA und ganz oben die Portugiesen. Diese Aufteilung gefiel uns nicht. Alle dachten, da würden Komplotte geschmiedet. Wir glaubten, nachts könnte die MPLA mit der portugiesischen Regierung verhandeln. Es zirkulierten allerhand Gerüchte in der Art, tja, meine Freunde, ihr schlaft und die verhandeln. Das führte zu einer vergifteten Atmosphäre. Die FNLA und die UNITA befürchten, dass ihr gemeinsamer Gegner MPLA von der neuen linksgerichteten portugiesischen Regierung bevorzugt würde. Doch es wird schnell klar, dass die portugiesischen Sozialisten nur versuchen, das blutige Kapitel der Kolonialkriege zu beenden. Während der einwöchigen Verhandlungen wird der Übergang Angolas zur Unabhängigkeit vorbereitet. Unsere erste Frage war, wann werden wir unabhängig? Agostinho Neto schlug den 11. November als Stichtag vor. Er sagte, der 11. November sei der Tag des Waffenstillstands und deshalb sollten wir an diesem Tag unabhängig werden. Seien wir ehrlich, die drei Freiheitsbewegungen nahmen am Kampf für die Unabhängigkeit teil. Darin herrschte Eintracht. Doch wer sollte der erste Präsident werden? Darauf konnten sie sich nicht einigen. Der Vertrag von Alvor definiert vage den Rahmen des Übergangs, stellt aber keinesfalls eine solide Basis zur Bereinigung der jahrelangen Rivalitäten dar. Ein Funke genügt, um den Hass und die Konflikte erneut aufflammen zu lassen. Die drei Anführer wollten schon vor den Wahlen Staatschef werden. Sie wollten nicht bis zum 11. November warten. Und jeder stellte seine eigene Armee auf. Wir haben erfahren, dass die FNLA dabei sei, sich zu bewaffnen, weil sie schon vor der geplanten Unabhängigkeit Position beziehen wollten. Deshalb haben wir beschlossen, die Leute der FNLA und der UNITA aus Luanda zu vertreiben. Jede Gruppierung versucht, sich der Hauptstadt zu bemächtigen. Denn wer in der Nacht zum 11. November Luanda kontrolliert, hofft, vom Rest der Welt offiziell als legitime Regierung Angolas anerkannt zu werden. Als die Kämpfe sich ausweiten, schüren die Supermächte die Flammen noch. Jetzt handelt es sich nicht mehr um einen Bürgerkrieg in einer entfernten Gegend in Afrika. Angola wird zum Austragungsort einer brutalen Konfrontation zwischen den beiden Blöcken. This struggle in Africa broke out after Vietnam. The United States was highly sensitive at the time. Dieser Kampf in Afrika brach nach Vietnam aus. Damals waren die USA äußerst empfindlich, weil sie gerade erst aus Vietnam vertrieben worden waren. Und weil unsere Gegner, also Moskau, diese vorübergehende amerikanische Schwäche oder das, was als solche angesehen wurde, nutzen würden, um woanders ihre geopolitischen Ziele durchzusetzen. Hätte die MPLA, die starke Verbindungen zu den Kubanern und den Russen unterhielt, die Macht erlangt, hätte dies die erste ernsthafte Einmischung des Ostblocks in afrikanische Angelegenheiten bedeutet. Und das sahen wir als strategische Bedrohung an. Wir besorgten Robertos bewaffneten Elementen Waffen und Geld zur Anwerbung von Söldnern, stellten ihnen Ausbilder und Ausrüstung zur Verfügung. Über Mobutu als Vermittler kamen die Ausrüstung und das Geld zur FNLA. Die Zaire schickten uns einige Einheiten und Ausbilder und danach nahm die Unterstützung noch zu. Jeder muss seinen Alliierten helfen, das ist doch völlig normal. Die Russen haben der MPLA geholfen und die Amerikaner der FNLA und der UNITA. Das war eine offizielle, von der amerikanischen Regierung eingefädelte Operation. Da war nichts Geheimes dran. Die Amerikaner sind nicht die einzigen, die den sowjetischen Einfluss in der Region begrenzen möchten. Im Süden Angolas beobachtet das Apartheid-Regime Südafrikas besorgt die Entwicklung des Konflikts. Für Südafrika war der Kommunismus eine reale Bedrohung, eine zwingende Bedrohung, die unser ganzes Land hätte übernehmen können.
Wir konnten es nicht zulassen, dass wir hier in die gleiche Situation geraten, dass sich die marxistische Ideologie in Südafrika einnistet und ausbreitet. Wir waren das nächste Ziel. Wir waren sozusagen das Sahnehäubchen. Die südafrikanische Armee beschließt, in Angola einzumarschieren. Dort treffen sie fast sofort auf ihre natürlichen Alliierten, lokale Freiheitskämpfer, die von Nettus MPLA aus Luanda vertrieben wurden. Ich habe damals die Generäle aus Südafrika empfangen. Und ich erinnere mich, wie der Oberbefehlshaber mich fragte, ich möchte genau wissen, wer sie sind. Ich antwortete, ich bin Jorge Valentin von der UNITA. Sie sind nicht von der MPLA? Nein, von der UNITA. Tut mir leid, ich habe keine Order erhalten, hier die UNITA aufzuspüren. Wir sind hier, um der FNLA beizustehen, die Kommunisten zu bekämpfen und nach Luanda zu gehen, um dort die FNLA an die Macht zu bringen. Und jetzt stehen wir vor der UNITA? Also telefonierten sie nach Pretoria, um zu fragen, was sie mit den Truppen der UNITA anfangen sollten. Damals stand Südafrika für das Böse, die Apartheid. Aber was wollen Sie? Damals waren die Rahmenbedingungen anders und der Krieg überstieg unsere Möglichkeiten. Der Konflikt hatte internationales Ausmaß angenommen. Wir hatten damals die Wahl zwischen zwei Übeln und haben uns für das weniger Schlimme entschieden. Es war zwar die Apartheid, aber wir brauchten Hilfe, also haben wir das in Kauf genommen. Das ist die Wahrheit. Das war die Zeit von Waffen und Geld. Ohne Waffen und Geld hast du keine Macht. Du kannst Träume haben, aber ohne Waffen noch Geld kannst du keine Politik machen. Das Datum der Unabhängigkeit naht. Im Norden rücken die Truppen der FNLA vor, verstärkt von Soldaten der regulären Armee Mobutus und von den USA logistisch unterstützt. Im Süden die von der südafrikanischen Armee unterstützten Soldaten der UNITA. Trotz sowjetischer Waffenlieferungen steht die MPLA nunmehr als unterlegen da. Angola brauchte Kämpfer und Waffen genau in dem Moment, als die Südafrikaner vorstießen. Sie konnten nicht bis zum 11. November warten. Bis dahin hätten die Südafrikaner und Mobutu Luanda erreicht. Und dann wäre es aus gewesen mit der Unabhängigkeit. Netto hatte der sowjetischen Regierung eine Nachricht geschickt, doch die war nicht bereit, vor dem 11. November in Angola zu intervenieren. Wir hingegen waren bereit zu helfen. Als wir beschlossen hatten, die Kubaner um Hilfe zu bitten, stellten wir einen formellen Antrag. Fidels Antwort darauf überstieg unsere kühnsten Erwartungen. Er sagte, die werden euch zermalmen, ihr braucht viel mehr als nur das. Cuando se produce el 23 de octubre la invasión de Angola por tropas regulares de África del Sur, no podíamos cruzarnos de brazos. Y cuando el MPLA solicitó nuestra ayuda, le ofrecimos la ayuda necesaria para impedir que el apartheid se instalara en Angola. Nos teníamos pedido. Wir hatten sozusagen um eine Schachtel Bonbons gebeten und er sagte, nein, ihr braucht keine Bonbons, was ihr braucht sind 80 Sack Zucker, unzählige Liter Wasser, einen Mixer und so weiter. Er hatte einen viel besser ausgearbeiteten Plan.
Und weil ihr auch keine Konditoren habt, schicke ich euch meine. Anders als das kubanische Engagement in den 60er Jahren war dies keine Geheimoperation. Fidel Castro beschließt, sich in Angola in aller Offenheit zu engagieren, indem er netto Spezialeinsatztruppen und 35.000 Infanteristen schickte. Mit der Operation Carlotta wird Kuba zu einem der Hauptakteure im Angola-Konflikt. Die Entsendung kubanischer Truppen nach Angola traf uns völlig unvorbereitet. Wir wussten von nichts. Wir erhielten ein Telegramm von unserem Botschafter in Guinea, in dem es hieß, kubanische Militärflugzeuge seien gerade im Landeanflug. Das war ein Schock für uns. Wir waren darüber nicht glücklich, weil die Kubaner handelten, ohne uns zuvor zu Rate gezogen zu haben und dabei äußerst unvorsichtig vorgingen. Wir haben diese Entscheidung getroffen, ohne jemanden zu konsultieren. Wenn wir mobil machen und sehr viele Männer nach Angola schicken, kann das nicht im Geheimen geschehen. 10 Leute können sie geheim irgendwo hinschicken, aber keine 36.000 Männer. Das war eine offene Aktion. Ich weiß noch, dass einige Funktionäre darüber empört waren. Weshalb stürzen die sich in solch ein Abenteuer, ohne uns vorher zu fragen? Aber sie mussten zur Vernunft kommen. Denn was hätten wir dagegen tun können? Wir haben keinerlei Sanktionen gegen Kuba verhängt. Sie hatten schon russische Waffen. Und ich wiederhole, wenn wir heftig protestiert hätten, hätten wir uns mit den Kubanern zerstritten. Kuba liegt vor den Toren der USA. Wir hatten dort militärische Anlagen, an denen uns sehr viel lag. Kuba war von strategischer Bedeutung. Wir waren beunruhigt über die Einmischung Kubas, weil damals gerade die Gespräche über die Begrenzung strategischer Waffen stattfanden. Es war ein Besuch Brezhnevs in den USA geplant, doch aufgrund dieser Episode kam es nicht dazu. Damals nahm ich an, die Russen stünden hinter Kubas Einmischung. Erst Jahre später wurde klar, dass dem nicht so war, sondern dass die Kubaner mit ihrem Schachzug die Russen und deren Unterstützung ins Spiel bringen wollten. Die Nachricht erreichte Washington im September 1975 und führte dort zu größten Bedenken. Zum ersten Mal betreten fremde Truppen afrikanischen Boden. Zum ersten Mal seit der Kolonialzeit um die Jahrhundertwende. Wir waren der Meinung, dass wir dieses kubanische Problem frontal angehen müssen. Kuba ist in den USA ein rotes Tuch. Alles, was Kuba tut, hassen wir. Als sie also Truppen nach Angola entsandten, hatten wir keine andere Wahl, als zu sagen, das sei das Ende der Entente, auch wenn die Sowjets dafür nicht verantwortlich waren. Kubaner irgendwo außerhalb Kubas operieren zu sehen, betrachteten wir als Niederlage für die USA. Cabinda tiene grandes recursos petroleros. Algunos imperialistas se preguntan por qué ayudamos a los angoleños. ¿Qué intereses tenemos nosotros allí? Ellos están acostumbrados a pensar que cuando un país hace algo es porque está buscando o petróleo, o cobre, o diamante, o algún recurso natural. No. Nosotros no buscamos ningún interés material y los imperialistas, es lógico, que no lo entiendan. Porque seguían por criterios exclusivamente chauvinistas, nacionalistas, egoístas. Estamos cumpliendo un elemental deber internacionalista cuando ayudamos al pueblo de Angola.
Die junge Nation hat seit ihrer Geburt noch keinen Frieden gekannt. Nun machen sich die rivalisierenden Gruppen zum letzten Kampf bereit. Bis zum 11. November bleibt nur noch eine Woche und die kriegführenden Parteien marschieren in Richtung Luanda. Der letzte Kampf wird im nur 30 Kilometer von der Hauptstadt entfernten Kifangondo stattfinden. Die Schlacht von Kifangondo war entscheidend. Wir wollten um jeden Preis Luanda erreichen, um zu verhindern, dass die MPLA einseitig die Unabhängigkeit verkündet. Das ist wahr. Sie wollten uns in die Zange nehmen und das war fatal. Oft schliefen wir nicht, weil wir darüber nachdachten, wie wir uns verteidigen sollten. Doch am Vorabend der Schlacht von Kifangondo kam eine kubanische Einheit hier an. Ich erinnere mich noch sehr gut daran. Das war eine Überraschung, denn wir wussten von nichts und waren sehr froh, als die Kubaner an der Front erschienen. Die Kubaner schafften es, die militärische Ausrüstung bei Cabo Letho anzulanden. Spät in der Nacht, fast schon im Morgengrauen, wurde das Material weitertransportiert. Darunter waren auch die berühmten Stalin-Orgeln, Raketenwerfer mit 48 Startschienen. Als die Kubaner begannen, ihre Kanonen, Mörser und Stalin-Orgeln einzusetzen, demonstrierten sie eine unglaubliche Feuerkraft. Der erste Einsatz ihrer Raketen, der Stalin-Orgeln, war flächendeckend. Die wurden nicht von den Angolanern abgefeuert. Als sie uns damit unter Beschuss nahmen, brach unter unseren Männern, die so etwas nicht kannten, große Panik aus. Die MPLA gewinnt die entscheidende Schlacht von Kifangondo. In der Nacht zum 11. November 1975 enden 400 Jahre portugiesischer Kolonialherrschaft. Agostinho Neto wird zum ersten Präsidenten Angolas erklärt. Fidel hatte uns eine Schachtel Cohiba-Zigarren geschickt, aber Neto war nicht Raucher. Dennoch bat Präsident Neto um Streichhölzer und steckte sich eine Zigarre an. Das war das erste Mal, dass ich Präsident Neto rauchen gesehen habe. Alle waren erstaunt. Und als er bemerkte, dass wir ihn alle ansahen, sagte er, die habe ich von Fidel bekommen. Doch nach der Unabhängigkeitserklärung ist es mit den Kämpfen nicht vorbei. Die USA erkennen Netos Regierung nicht an und zeigen sich entschlossener denn je, dessen pro-sowjetische Regierung zu stürzen. Doch der US-Kongress, der befürchtet, die USA könnten in ein neues Vietnam verwickelt werden, beschließt ein Verbot jeglicher heimlicher Unterstützung Angolas, was der MPLA gestattet, ihre lokalen Gegner im Zaum zu halten. Auch Südafrika zieht seine Truppen aus Angola zurück, bildet jedoch weiterhin die Rebellen von Jonas Savimbis UNITA aus und versorgt sie von Namibia aus mit Waffen. Agostinho Neto hat die erste Runde im Kampf um die Unabhängigkeit gewonnen und lädt Fidel Castro ein, diesen Sieg, zu dem die kubanische Armee beigetragen hat, zu feiern. Kuba erlebt seine Stunde des Triumphs. Seit den 60er Jahren hat Fidel Castro nicht weniger als 17 Revolutionen in Afrika unterstützt. Doch keins seiner Engagements war so erfolgreich wie dieses. Die afrikanischen Staatsoberhäupter drängen sich, ihm ihren Dank zu erweisen.
Fidel reist 3 Wochen durch den Kontinent und wird überall als Held der afrikanischen Unabhängigkeit gefeiert. Kubas internationalistische Politik zeigt endlich Früchte. Ende der 70er Jahre ist Angola von den Titelseiten der internationalen Presse verschwunden. Doch der Bürgerkrieg geht weiter. Im Süden des Landes operiert weiterhin die Guerilla von Jonas Savimbis UNITA. Netu bittet deshalb, dass ein Kontingent kubanischer Soldaten in Angola bleiben und der nationalen Armee helfen soll. Netu stirbt am 10. September 1979 in Moskau. Es war ihm nicht vergönnt, eine stabile und vollständige Unabhängigkeit Angolas zu erleben. Seine Nachfolge und somit die Aufgabe, in den zukünftigen Kämpfen zu bestehen, tritt der junge marxistische Ideologe der MPLA, José Eduardo dos Santos, an. Weniger als einen Monat nach Netus Tod wird Ronald Reagan zum Präsidenten der USA gewählt. Seine Vision des Kalten Krieges wird den Lauf der Dinge im Süden Afrikas bald verändern. Reagan fühlte sich als starker kalter Krieger und wollte alles Mögliche tun, um der Sowjetunion entgegenzutreten. Er gab die Devise aus, dass wir ihnen antun wollten, was sie uns angetan hatten. Das betraf nicht nur Afrika, sondern die ganze Welt. Für Reagan war Angola der ideale Ort, denn dort gab es sowjetische Berater, kubanische Truppen und eine sehr pro-sowjetische Regierung. Er sagte sich, machen wir den Russen dort das Leben schwer, so wie sie es mit uns in Vietnam getan haben. Die Botschaft war, Amerika ist wieder da. Wir planten, uns in einer, sagen wir, robusteren Diplomatie zu engagieren, in der wir uns der Macht in all ihren Formen bedienen wollten. Nicht nur militärisch, sondern auch diplomatisch, strategisch und wirtschaftlich. Reagan will die Kubaner zum Abzug aus Angola zwingen und macht aus diesem Ziel den Grundsatz der amerikanischen Politik im Süden Afrikas. Seine Strategie des Quid pro Quo, auf Deutsch etwa eine Hand wäscht die andere, sieht vor, den afrikanischen Staatsoberhäuptern etwas anzubieten, was sie sich dringend wünschen, unter der Bedingung, dass sich die kubanischen Truppen zurückziehen. Ich glaube, mehr als alles andere hat mich eine Unterhaltung mit Julius Nyerere inspiriert, dem damaligen Präsidenten Tansanias. Er sagte, Mr. Crocker, die Lösung des Problems im südlichen Afrika muss von Namibia ausgehen. Dorthin sollten Sie Ihre Anstrengungen konzentrieren. Dort müssen Sie damit beginnen. Namibia ist der Schlüssel. Er wollte nicht wirklich etwas über die Kubaner in Angola hören. Er sah zwar letztendlich, dass wir es ernst mit unserem Vorhaben meinten, aber er sagte, fangen Sie in Namibia an. Seit 1975 führt die südafrikanische Armee von Namibia aus Krieg gegen die MPLA. Die Südafrikaner haben sich zwar aus Angola zurückgezogen, nicht jedoch aus Namibia. Die namibische Unabhängigkeitsbewegung SWAPO betrachtet das südafrikanische Apartheid-Regime als Besatzer. Ihre Forderung nach dem sofortigen Abzug der Truppen wird innerhalb der Vereinten Nationen großflächig unterstützt. Die 1978 einstimmig beschlossene Resolution 435 befiehlt Südafrika, seine Truppen abzuziehen und Namibia die vollständige Unabhängigkeit zu gewähren. Doch Südafrika weigert sich und im Gegenzug beschließt die SWAPO, ihren bewaffneten Kampf von ihren Militärstützpunkten im benachbarten Angola aus zu intensivieren. Das Apartheid-Regime fühlt sich belagert, hegt aber Bedenken gegen eine erneute Invasion Angolas. Stattdessen erhalten Jonas Savimbi und seine UNITA, die von Südafrika weiterhin unterstützt werden, großzügige Hilfe, um die Bedrohung an der Grenze zu bekämpfen und die marxistische Regierung Angolas zu stürzen. Wir mussten Savimbi gut verkaufen. Savimbi führte einen Krieg gegen die Sowjetunion und die Kubaner und deshalb mussten wir ihn wie ein Produkt vermarkten. Er musste das Weiße Haus besuchen, er musste den Präsidenten der USA treffen. Das hätte ihm größeres Ansehen bei seinen Leuten verschafft und das war genau das, was wir wollten.
Wir bedienten uns der christlichen Religion, um Savimbis Image aufzupolieren und seine Taten in Angola als Behebung all der von der MPLA an der Kirche angerichteten Schäden darzustellen. Wir drehten einen kleinen Film von Dr. Savimbi, den wir in den USA zeigten und der die Haltung ihm gegenüber veränderte. So bauten wir ihn auf. Towards Savimbi, and because of that, we got him through. Jonas Savimbi was. Jonas Savimbi wurde, wie so vieles Afrikanische, von den amerikanischen Politikern mutwillig missverstanden. Wer nichts über einen bestimmten Ort weiß, kann ihn sich in seiner Fantasie frei ausmalen. So war Afrika für viele Amerikaner das Land von Tarzan, Chaka Zulu oder sonst einer klischeehaften romantischen Figur. Und Jonas Savimbi passte in diese Kategorie. Für die Rechten war er eine Art Robin Hood, für die Linken ein teuflisches Monstrum. Er hatte sehr viel Charisma, eine gute Rednerstimme und besaß großes Selbstvertrauen. Er war ein körperlich sehr präsenter Anführer, manche würden gar sagen ein Kriegsherr. Doch er konnte auch am Tisch sitzen und mit einer gelehrten Konversation in 6 Sprachen beeindrucken. Er war eine wahre Persönlichkeit, dessen Fähigkeit der interkulturellen Kommunikation ihm auf internationalem Parkett sehr hilfreich war. Er schaffte es, die Evangelisten in Texas, Mississippi und Louisiana zu besuchen und sich deren Unterstützung zu versichern. Und das ist zutiefst republikanisches Territorium. Die sagten, da kommt der wahre Antikommunist, der Mann, der die Sowjets in Angola schlagen kann. Reagan sprang auf den Zug auf und behandelte ihn wie einen Helden. Savimbi erhält die internationale Anerkennung, die er suchte, und wird zum besten Freund Reagans. Die UNITA ist die bestausgerüstete Freiheitsbewegung aller Zeiten. Doch Savimbi will mehr. Reagan fragte, mein Freund, was kann ich heute für Sie tun? Und Savimbi antwortete, Herr Präsident, ich bin nicht hier, um Sie um Geld zu bitten. Ich will auch keine Uniformen, Stiefel oder gar Medikamente. Also fragte Reagan, was wollen Sie denn, mein Freund? Sagen Sie mir, was Sie wollen. Sie wollen kein Geld? Sie wollen nichts? Was auf aller Welt kann ich Ihnen als Hilfe anbieten? Can I give you to help you? Und Savimbi sagt, Herr Präsident, diesmal bin ich hier, um Sie ums Dinger zu bitten. Bei diesem Wort stand John Casey auf und sagte, Herr Präsident, das ist eine strategische Waffe. Nicht einmal unsere Freunde in Saudi-Arabien haben sie. Reagan stand ein paar Sekunden da, so wie ich jetzt, sah John Casey an und sagte, then Reagan said for a few seconds like this, and looked at Casey and said, the der Mann will Stinger? Geben wir ihm Stinger. Genau so. Der Mann will Stinger? Geben wir ihm Stinger. Wir waren über die Stinger nicht sehr glücklich, aber er hatte ein ziemlich gutes militärisches Argument dafür. Wenn ich die angolanische Luftwaffe und ihre Panzer neutralisieren kann, reicht das, um den Krieg zum Stillstand kommen zu lassen. Das war ihr Ziel. Nicht der Sieg über die MPLA, sondern Verhandlungen. Während die CIA damit beschäftigt ist, Savimbis militärische Macht zu vergrößern, bemüht sich Chester Crockers Mannschaft im Außenministerium, ihren Friedensplan durchzubringen, der den Abzug der kubanischen Truppen aus Angola als Gegenleistung für den Rückzug der südafrikanischen Truppen aus Namibia vorsieht. Die Amerikaner sagten, sie müssen die kubanischen Truppen aus Angola abziehen. Und wir antworteten, die kubanischen Truppen seien in Angola, um uns nicht nur vor der UNITA zu beschützen, sondern auch vor den südafrikanischen Truppen, die uns an der Grenze bedrohten. Damit die Südafrikaner keine Bedrohung mehr für uns darstellen, müssten sie sich aus Namibia zurückziehen. Und die Kubaner waren damit einverstanden. Sie sagten, gut, wenn unser Rückzug einem afrikanischen Land zur Unabhängigkeit verhilft, sind wir damit einverstanden. Gehen die Südafrikaner zuerst oder warten sie auf die Kubaner?
Sie können sich vorstellen, welche Art Diskussionen wir mit diesem interessanten Mix von Persönlichkeiten hatten. Die Südafrikaner sagten, wir könnten die Berücksichtigung der Resolution 435 erwägen, sobald die Kubaner nach Hause gegangen sind. Wir erwiderten dem Außenminister Piet Botha, vielen Dank, Herr Botha, aber das wird nicht funktionieren. Und zum gleichen Thema sagten die Angolaner, natürlich, sobald die Südafrikaner weg sind. Wir brauchen die Kubaner nicht. Das ist doch kein Thema. Weshalb sollten wir darüber verhandeln? Das ist doch sonnenklar. Also antworteten wir den Angolanern, versuchen Sie mal, das in Pretoria zu verkaufen. Sechs Jahre diplomatischen Eiertanzes haben nicht gerade große Fortschritte erbracht. Die Zeit wird knapp, denn Präsident Reagans zweite Amtszeit ist bald zu Ende. Die Kriegsparteien wollen verhandeln, doch zuvor will jede ihre Position stärken. Die MPLA bittet die Sowjetunion um Hilfe. Sie möchte Savimbis Bastion ein für alle Mal vernichten. Die Doktrin der Sowjets war sehr simpel. Du hörst nicht auf, greifst an und greifst wieder an. Auch wenn du jeden Tag einstecken musst, völlig egal, du machst weiter. Genau das passierte damals. Zuerst schickten sie das 21. Bataillon, das eine Abreibung bekam. Dann schickten sie das 59. Bataillon, das auch eine Abreibung bekam. Und schließlich das 47., das ebenfalls den Kürzeren zog. Dann zogen sie sich zurück. Jahrelang gingen unsere militärische Strategie und die der Sowjets in Angola nicht konform. Die sowjetischen Berater waren brillante Kriegsexperten. Sie hatten schließlich im Weltkrieg gekämpft und Berlin eingenommen. Aber sie wussten nicht, wie in Angola vorzugehen war. Die Sowjets berieten die MPLA und nicht die Kubaner. Und sie trafen Entscheidungen, mit denen wir nicht einverstanden waren. Aber wir waren weder die Herren Angolas noch der MPLA oder gar der UdSSR. Also machten wir nicht mit. Die angolanischen Truppen werden in der Nähe des Flusses Lomba in die Flucht geschlagen. Die Sowjets lassen ihre Ausrüstung zurück. Das Schlachtfeld ist übersät mit verkohlten Militärfahrzeugen. Über 2000 Angolaner sterben allein in dieser Schlacht. Doch damit scheint das Desaster noch nicht beendet. Ein Teil der Armee der MPLA ist umzingelt. Die Kubaner können nicht tatenlos zusehen, wie ihre Alliierten sich aufreiben lassen. Ich glaube, sie mussten auf den militärischen Rat der Sowjets hören. Bis zum Fiasko am Lomba-Fluss, als Fidel Castro die Initiative ergriff und sagte, die Sowjets wissen nicht, wie in afrikanischen Kriegen gekämpft wird. Wir schon. Am 15. November versammelte sich der Generalstab unter dem Vorsitz Fidels und entschied, dieses Problem ein für alle Mal zu lösen und die Südafrikaner aus Angola zu vertreiben. Dies wäre unmöglich zu schaffen gewesen mit den 10.000 bis 20.000 Männern, die wir dort hatten. Wir brauchten eine starke Luftabwehr, Flugzeuge, Panzer und Artillerie. Wir brachten unsere besten Luftabwehrgeschütze hierher. Wir hatten sie aus Kuba abgezogen, trotz der aggressiven Politik von Reagans Regierung gegen Kuba. Denn wir mussten die Situation unbedingt wenden. Wie auch 1975 ist auch diesmal die Entscheidung zur Entsendung kubanischer Truppen nicht mit Moskau abgesprochen. Im November 1987 sind die russisch-kubanischen Beziehungen gespannt wie nie zuvor. Mit Michail Gorbatschows Machtantritt haben sich die Prioritäten der Sowjets in der Dritten Welt deutlich verändert. Die Entscheidung zur Entsendung kubanischer Truppen wurde getroffen, ohne uns vorher zu konsultieren. Gleichzeitig glaubte ich zu spüren, dass Castro über die Vorgänge in der Sowjetunion beunruhigt war. Nach all dem, was seit 1988 passiert war, kümmerten wir uns nicht mehr um Afrika. Als Gorbatschow an die Macht kam, standen die Beziehungen zur USA im Mittelpunkt unserer Politik. Er hat sich nicht mehr für Afrika interessiert. Kurz gesagt, wir haben die Dritte Welt im Stich gelassen und unsere Position den Amerikanern überlassen, um in der Sprache des Kalten Krieges zu reden. Сдали все позиции американцам.
Es wurde uns immer mehr klar, dass es ernsthafte Probleme zwischen den Kubanern und den Russen gab. Sie befürchteten eine Einigung zwischen Gorbatschow und Reagan. Die Russen ihrerseits fingen damit an, ihre Subventionen an Kuba zurückzuschrauben, weil sie sich diese nicht mehr leisten konnten. Somit gaben sie den Kubanern noch weniger Gründe, ihnen verpflichtet zu sein. In diesem Kontext wurde Angola den Kubanern noch wichtiger, auch wenn die Russen das als peinliches Hindernis auf dem Weg zu besseren Beziehungen zu den USA ansahen. Damals entschieden die Kubaner, ihre Streitkräfte in Angola zu verdoppeln. Wenn wir wissen wollten, wie viele Kubaner in Angola waren, brauchten wir nur die Baseballfelder auf den Satellitenfotos zu zählen. Wir konnten das von oben sehen. Das kubanische Armeegesetz sieht ein Baseballfeld für eine bestimmte Anzahl von Soldaten vor. Wenn sie also ein neues Baseballfeld bauten, wussten wir, dass neue Truppen hinzugekommen waren. Und wenn sie eins schlossen, dass welche abgezogen worden waren. Die Kubaner schicken massenhaft Verstärkung nach Angola, um den eingekesselten Truppen der MPLA beizustehen. In der Nähe des kleinen Dorfes Cuito Cuanavale kommt es schließlich zur entscheidenden Schlacht zwischen den kubanischen, angolanischen und südafrikanischen Streitkräften. Als wir all diesen Flugverkehr sahen, dachten wir uns, was zum Teufel passiert da? Sie fingen an, uns zu bombardieren. Wir wussten, wo ihre operativen Zentren waren, wo ihre Luftabwehr und ihre Nachschublager standen und eröffneten das Feuer. Wir dachten, wenn sie in Cuito Cuanavale gewinnen, steht ihnen der Weg in den Norden Angolas offen. Das war ein strategisch wichtiger Verteidigungspunkt. Doch, das war nur ein Kaff. Alle redeten von der Stadt Cuito Cuanavale, doch, das war nur ein kleines Dorf. Als wir unsere Truppen aus der Landesmitte oder dem Norden nach Cuito Cuanavale verlegten und wir hier gelandet waren, fragte mich ein Soldat auf dem Marsch zur Kaserne: General, wann kommen wir denn in die Stadt Cuito Cuanavale? Und ich: Wir sind schon da. Und er meint: Die hier soll ich verteidigen? Die ganze Operation wurde von Fidel Castro telefonisch aus Havanna geleitet. Er war der Oberbefehlshaber. Wie das gehen soll, ist mir bis heute schleierhaft. Das ist doch unmöglich. Wir hatten damit ein Problem, denn wir kannten ihn nicht. Wir wussten nicht, wie er denkt, wie er tickt. Doch genau das musst du in einem Krieg wissen. Du musst den Typen auf der Gegenseite so gut kennen wie dich selbst. Du musst seine Stärken und Schwächen kennen. Nur so hast du Erfolg. In den blutigen Kämpfen lassen fast 25.000 Soldaten ihr Leben. Die 6 Monate lange Schlacht ist die größte in Afrika seit dem Zweiten Weltkrieg. Jedes Lager reklamiert den Sieg für sich. Doch der Krieg ist noch nicht vorbei. Das Unentschieden auf dem Feld ist genau das, was Chester Crocker braucht, um den Friedensprozess erneut in Gang zu bringen. Einziger Ausweg ist eine zwischen den Regierungen verhandelte Lösung, die definitionsgemäß Jonas Savimbi aus dem Prozess ausschließt. Doch die Kubaner sorgen für eine Überraschung.
Ich war im Nationalen Sicherheitsrat, als ich einen Anruf von Peggy Delaney erhielt, der Tochter David Rockefellers. Sie sagte, sie sei gerade auf Kuba im Rahmen eines Treffens von NGOs und dass Castro ihr eine Nachricht übermittelt habe. Der Tenor der Nachricht war, diesem diplomatischen Prozess fehlt ein wichtiger Bestandteil. Ja? Dieser Bestandteil ist eine direkte Partizipation Kubas. Mit einer Teilnahme Kubas wäre die Diplomatie realistischer und hätte größere Aussicht auf Erfolg. Doch die permanente Weigerung der Amerikaner, direkt mit den Kubanern zu reden, sei ein Hindernis bei den Verhandlungen. Direkter hätte er nicht sein können. Das versetzte uns in ein ziemliches Dilemma. Sollten wir uns wirklich mit den Kubanern an einen Tisch setzen? Chester Crocker wollte das natürlich, aber er wusste, dass dies für ihn politisch sehr gefährlich werden würde. Also ging er zu Außenminister George Shultz, der ihm mutig sagte, ich autorisiere Sie, sich mit den Kubanern zu treffen, aber Sie dürfen nur über ein Thema reden, über Angola und Namibia. Wenn die das US-Handelsembargo oder ein ähnliches Thema auf den Tisch bringen, weigern Sie sich darüber zu reden. Endlich dürfen die Kubaner an den Verhandlungen teilnehmen. Die erste Versammlung findet im Präsidentenpalast in Luanda statt. Wir wussten, dass sie im Nebenzimmer waren, denn davon wurden wir in Kenntnis gesetzt. Schließlich sagten wir, okay, versuchen wir es. Schauen wir, ob wir das hinbekommen. Laden Sie Ihre kubanischen Freunde ein, an der Verhandlung teilzunehmen. Sie müssen nicht nebenan mit Ihren Kopfhörern sitzen, Sie dürfen mit an den Verhandlungstisch. Die Kubaner kamen herein und waren sehr zufrieden und stolz, wie Sie sich sicher vorstellen können. Sie strahlten übers ganze Gesicht und waren hocherfreut. Riskett hatte immer eine Zigarre zwischen den Lippen. In den USA durfte man in den Konferenzsälen und sogar in den Restaurants nicht rauchen, wegen der Klimaanlagen. Doch während der Versammlung verpestete Riskett die ganze Luft im Saal mit dem Rauch seiner Zigarre. Ich war äußerst zufrieden und rauchte bewusst meine Zigarre, um den Verhandlungen einen kubanischen Anstrich zu verleihen. Wir Kubaner rauchen eben Zigarren und wir produzieren den besten Tabak der Welt. Für einige der anwesenden Nichtraucher wurde die Luft dick. Riskett war ein sehr ausgelassener Mann. Er war eine sehr rundliche Erscheinung und sprach sehr gerade heraus. Die meisten seiner Einwürfe dauerten mindestens 20 Minuten. Zuerst gab es eine Diskussion über ein Ende der amerikanischen Hilfeleistungen an die UNITA. Und Crocker sagte den Angolanern, dass dies eine Sache zwischen Angola und den USA sei und die Kubaner nichts angehe. Was den Abzug der Kubaner anbelangt, so hatten wir eigentlich vor, bis zur Auflösung der Apartheid zu bleiben. Doch die Angolaner wollten nicht so lange warten und wir einigten uns auf eine globale Lösung mit totalem Rückzug. Solución global con retirada total. Südafrikaner, Angolaner, Kubaner und Amerikaner sitzen zum ersten Mal an einem Tisch und diskutieren konkrete Maßnahmen zur Beendigung des Krieges. Doch die Schlacht von Cuito Cuanavale dauert weiterhin an. Und jeder noch so kleine Vorstoß oder Rückzug stört den Verlauf der Verhandlungen. Erst neue Verhandlungen in Kairo erweisen sich als entscheidend. Wenn Minister in einer größeren Hauptstadt wie Kairo an einem Tisch sitzen, können sie der Versuchung der Mikrofone nicht widerstehen. Es wurden katastrophale Aussagen gemacht und Riskett gelang es, Kubas heldenhaften Beitrag zur Stabilität und Entwicklung Afrikas zu erwähnen und Kubas Überzeugung herauszustreichen, dass der Frieden komme, wenn mit der Apartheid Schluss sei, wenn diesem und jenem ein Ende bereitet werden würde und wenn es mit der Kolonialmacht in Namibia vorbei sei. Es war ein emotionales, von Hass geprägtes Treffen. Herr Riskett begann mit einer sehr bösartigen Attacke gegen uns und sagte, ihr wart schon immer Imperialisten, Rassisten, Kapitalisten. You've always been imperialists, racists, capitalists.
Wo ihr auch hingeht, verursacht ihr nichts als Ärger und so weiter. Darauf nahmen sich Pik Botha und Magnus Malan die Kubaner vor. Und es wurde richtig dramatisch. Das war eigentlich eine Zurschaustellung der Männlichkeit. Eine testosterongeschwängerte Atmosphäre. Dann behauptete Pik Botha, die Angolaner würden kubanische Soldaten einbürgern. Und wir würden Kubaner mit Angolanerinnen verheiraten, um sie zu Angolanern zu machen. Er machte eine Reihe Aussagen in dieser Art. Die dachten, wir würden Kubaner zurücklassen, Scheinhochzeiten organisieren, um getarnte Truppen hier zu lassen. Völlig absurd. Wir haben in aller Deutlichkeit auf diesen Vorwurf geantwortet, dass wir nicht vorhersagen könnten, wer wen heiratet, weil in Kuba die Ehe eine freie Sache zwischen Personen beiderlei Geschlechts ist und dass es im Gegensatz zu Südafrika weder auf Kuba noch in Angola einen Moral Act gäbe, der Mischehen verbietet. Auch wir hatten eine Anfrage. Wir wollten wissen, wie viele Schwarze in den Gefängnissen der Apartheid in Südafrika sitzen. Pik Botha antwortete darauf, wenn ich jünger wäre, würde ich ihnen die Fresse polieren. Ich hätte keine Angst, das mit ihnen auszumachen. Danach gab es eine kurze Pause, um die Gemüter wieder abzukühlen. Die Verhandlungen drohen zu scheitern. Doch später, am selben Abend noch, verändert ein unerwartetes Gespräch den Lauf der Dinge. Wir gingen auf einen Drink in die Hotelbar, wo schon einige Kubaner saßen, darunter auch Herr Riske. Wir tranken etwas zusammen und ich sagte ihm, ist Ihnen jemals in den Sinn gekommen, dass wir beide Gewinner sein könnten? Er lachte leise in seinen Drink und fragte, was meinen Sie damit? Ich antwortete ganz einfach, wenn wir diesen Krieg weiterführen, stehen wir beide als Verlierer da. Wenn Sie Ihre Truppen zurückziehen, unter der Angabe, damit Namibia seine Unabhängigkeit gegeben zu haben, kann Ihr Anführer Fidel Castro behaupten, er hätte gewonnen. Sie können einen großen Sieg für sich beanspruchen, den Menschen Namibias die Freiheit gebracht zu haben. Und ich kann den weißen Wählern in Südafrika sagen, dass ich die kubanischen Truppen aus Angola vertrieben hätte. Somit ist auch der Krieg vorbei und wir beide stehen als Gewinner da. Da merkte ich plötzlich eine radikale Veränderung in seiner Haltung. And suddenly I could see a total dramatic change in his whole attitude. Nach der Versammlung in Kairo wird in Cuito, Cuernavale, der Waffenstillstand ausgerufen. Doch eine endgültige Lösung des Konflikts gestaltet sich weiterhin schwierig, denn es ist ein neuer Streitpunkt aufgetaucht. Als Zeichen des guten Willens soll Südafrika seinen prominentesten Gefangenen freilassen, Nelson Mandela. Die ganze Welt war gegen uns. Die Apartheid galt als Inkarnation des Bösen. Und es wurde die Freilassung Mandelas gefordert. Ich wusste, wir mussten die Spannungen reduzieren, bevor wir Mandela und die anderen politischen Häftlinge freilassen konnten. Doch das konnten wir nicht. Die einzige Möglichkeit, die Spannungen in Südafrika zu lockern, war, eine Vereinbarung zu finden und den Krieg in Angola zu beenden. Als die Südafrikaner gezwungen waren, als Gegenleistung für den Rückzug der Kubaner Namibia in die Unabhängigkeit zu entlassen, ließ sich auch Castro überzeugen. Er konnte sich nun als Vater der Unabhängigkeit Namibias bezeichnen, als der Mann, der dem Kolonialismus in Afrika ein Ende bereitet hat.
In der Tat bewies Kuba in seinem Verhalten große Verantwortung und Reife, und dies hätte eigentlich von den USA als wichtige Geste anerkannt werden sollen, die eine entsprechende Antwort verdient hätte. Doch die Politik der USA im Hinblick auf die Beziehungen zu Kuba ist absolut vergiftet. Und somit erhielt Kuba, das wirklich verantwortungsvoll gehandelt hatte, nicht im geringsten die verdiente Anerkennung. Am 22. Dezember 1988, einen Monat vor dem Ende der Amtszeit Reagans, wurde in New York der Drei-Mächte-Vertrag zwischen Angola, Kuba und Südafrika unterzeichnet, der Namibia die Unabhängigkeit gewährt und den Abzug der kubanischen Truppen aus Angola vorsieht. Der gestaffelte Abzug der 450.000 Kubaner soll sich über einen Zeitraum von 30 Monaten hinziehen und 13 Jahre militärischer Präsenz in Angola beenden. Einen Monat früher als geplant sind alle Kubaner abgezogen. Somit endet die kubanische Odyssee in Afrika. Wir haben immer gesagt, aus Angola nehmen wir nur die sterblichen Überreste unserer gefallenen Kameraden mit. Wir nehmen weder Öl, noch Diamanten, noch sonst etwas. Nur die Überreste unserer Kameraden. Am 7. Dezember wurden auf allen Friedhöfen des Landes zur gleichen Zeit alle in Afrika gefallenen Kämpfer beerdigt. Die kubanischen Verluste sind eines der bestgehüteten Geheimnisse der Insel. Historiker schätzen, dass in Angola ungefähr 10.000 Kubaner gefallen sind. Als wir unsere Truppen aus Angola abzogen, kehrten auch ein in Punta Negra in der Republik Kongo-Brazzaville stationiertes Bataillon sowie unsere Truppen aus Äthiopien zurück. Alle unsere Soldaten kamen damals nach Hause. Vom 24. April 1965, dem Tag, als Che den Tanganyika-See überquert und den Kongo erreicht hatte, bis zum 25. Mai 1991, spielte sich das ab, was wir als das große kubanische Epos in Afrika bezeichnen. Es dauerte genau ein Vierteljahrhundert, ein Jahr, einen Monat und einen Tag lang. Der Kampf zur Befreiung Afrikas vom Kolonialismus ist gewonnen. Doch der im Namen einer wahren Unabhängigkeit geführte Krieg ist immer noch nicht zu Ende. Revolutionäre wie Che Guevara, Patrice Lumumba, Amilcar Cabral und Agostinho Netto werden auf dem gesamten Kontinent wie Heilige verehrt. Nicht nur in den Slums inspirieren ihre Worte weiterhin alle Afrikaner, die auf der Suche nach einem besseren Leben sind. Heute mögen sich die Mittel geändert haben, eine echte Unabhängigkeit zu erreichen. Das Ziel jedoch ist dasselbe geblieben. Oh,